Der Dürrematt hat scheint einmal an einer Podiumsdiskussion in Berlin teilgenommen und hat natürlich in seinem berndeutsch geprägten Hochdeutsch geredet. Da hat ja Zuschauer gefragt, ob der Dürrematt nicht Hochdeutsch reden könne. Und er hat geantwortet, ich kann nicht hören. Eine gute Anekdote erzählt man sich auch vom Stück Romulus der Grosse vom Dürrematt. Der drin verlangt der Romulus von seinem Diener Pyramus das Morgenessen. Bei der Probe vor der Premiere hat der Schauspieler, der Pyramus gespielt hat, am Dürrematt gesehen, aber auf Hochdeutsch sagen wir dem doch das Frühstück. Und der Dürrematt hat auf das ein Stück umgeschrieben: der Romulus das Morgenessen, der Pyramus das Frühstück. Der Romulus, das Morgenessen. Was in meinem Hause klassisches Latein ist, bestimme ich.